Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Mut zum Traum. Ich bin Victoria und heute möchte ich gar nicht so viel vorher über meinen Interviewgast an Worten verlieren, denn ich möchte der lieben Andrea Lindau sofort das Wort übergeben, um uns doch mal zu sagen, für was sie so im Leben geht und für was sie steht. Danke, liebe Viktoria. Erstmal vielen, vielen Dank für deine schöne Einladung. Das ist ja sozusagen ein Sprung vom 10-Meter-Turm gleich direkt rein. Das liebe ich. Und ehrlich gesagt steht dafür auch mein Leben. Erstmal nochmal Hallo an alle, die da draußen zuhören. Entschuldigung, jetzt war ich so fasziniert von Viktoria, dass ich kurz euch nicht im Blick hatte. Also mein Leben ist Tatsache wirklich ein Sprung vom Felsen ins tiefe Wasser, so fühlt sich das an. Und wenn du mich fragst, was ich verfolge in diesem Leben, dann ist es wirklich eine ganz, ganz klare Führung zu empfangen und dann echt vom Felsen zu springen und hinein in mein Wasser zu springen. So, das ist erstmal ein Satz, den ich so sage, den man entweder kriegen kann oder weniger kriegen kann. Menschen, die mich kennen, die würden jetzt bestimmt sagen, ja, korrekt, dafür stehst du wirklich, Andrea, und das zeigst du auch. Und Menschen, die mich noch nicht kennen, die werden es irgendwie jetzt hier noch mitkriegen. Das glaube ich auch. Da sind wir auch gerade gleich bei einem ganz, ganz wichtigen Punkt, weil ich habe mir vorher ein paar Gedanken gemacht, welche Fragen möchte ich denn der Andrea stellen. Die Liste wurde immer länger und länger und länger und ich dachte, okay, wir haben ungefähr eine halbe Stunde, das wird nichts. Was möchte ich eigentlich wirklich von der Andrea wissen? Und da sind wir gleich bei diesem Punkt, du hast gesagt, du hörst deine Führung und dann springst du vom Felsen einfach direkt rein. Da sind wir ja gleich bei dieser Polarität von, ich empfange etwas, ich höre meine Intuition und dann setze ich um. Ja. Ich will etwas, ich bin ausgerichtet und gleichzeitig will ich nicht. Wie gehst du als Andrea mit dieser Polarität in deinem Leben um? Das ist eine sehr, sehr gute Frage und darauf kann ich nur sagen und möchte ich auch sagen, das muss man als Mensch trainieren und das trainiere ich wirklich jeden einzelnen Tag. Und zwar, ja, ich bin der Meinung, ich empfange eine innere Stimme, aber still bin es ja nur ich, die das erstmal sagt und ich habe erstmal kein wirkliches Feedback, also haut das hin, ist das richtig, bilde ich mir vielleicht was ein, bilde ich mir wenig ein. Also, weißt du, wenn du wirklich nur alleine bist als Mensch, dann bin ich der Meinung, brauchst du wirklich Feedback. Und was dir Feedback geben kann, sind Menschen, die dir nah sind und die wirklich sehr ehrlich zu dir sind und die still genug sind, wirklich hinzuschauen, also was sie an dir wirklich sehen und dir dann eben ein Feedback geben. Mhm. Also zum Beispiel ist Veit, mein Mann, ist ein wahnsinnig wichtiger Feedback-Pool in meinem Leben. Meine Tochter Leona ist ein wahnsinnig wichtiger Feedback-Pool und Menschen, die mir nahe sind, auch. Und ich würde mal behaupten, ohne diese Menschen wäre mein Weg zu springen in die Wasser oder besser in die ich springe, das würde sehr, sehr viel länger dauern. Oder ich würde vielleicht auch manchmal in falsche Wässer springen, die überhaupt nicht, zu denen ich nicht wirklich gerufen bin. Mhm. Also Feedback ist überlebensnotwendig. Mhm. Das heißt, du nutzt die Menschen, die dir so nah sind, auch ganz, ganz bewusst als Spiegel. Habt ihr da so eine Erlaubniskultur in eurem kleinen Kreis? Ja, also das nenne ich eine lebendige Beziehung, wenn zwei Menschen wirklich füreinander da sind. Und wirklich füreinander da sein bedeutet weniger, okay, wir verbringen jetzt irgendwie Zeit miteinander und gehen wandern oder gehen irgendwie spazieren oder sonst irgendwas, sondern wir in unserer lebendigen Beziehung, also nehmen wir mal zum Beispiel die in unserer Familie, also Veit und Leona. Wir sind total miteinander committed, dass wir wirklich echt füreinander da sind. Und so, also gehört in jeden einzelnen Tag gehören Gespräche rein von, hey, kannst du mir bitte mal ein Feedback geben? Hey, wie nimmst du das wahr? Hast du das Gefühl, dass das ein Trick von mir ist oder hast du das Gefühl, dass es echt ist? Also einfach bitte schenk doch mal mir deine Wahrnehmung. In meinen Augen das Wesentlichste und das Wertvollste, was wir Menschen uns wirklich, wirklich schenken können. Und glaube ich auch sehr herausfordernd, also was ich ja bei dem mag, was ich auch von dir, von euch höre, ist, dass ihr das Wort benutzt, lebendige Beziehung. Denn es gibt so viele Kurse, Bücher, gerade in der spirituellen Szene, wo es nur darum geht, harmonische Beziehungen zu führen.
die ganz viele Frauen in meinem Umfeld sofort unter Druck setzen, weil sie sagen, okay, jetzt darf ich das, was ich fühle, nicht äußern, weil es könnte ja eine Schattenprojektion sein. Deswegen halte ich es mal lieber zurück. Wie schafft ihr es, dass es wirklich lebendig wird, auch mit diesen, mit den Spitzen, die da manchmal entstehen? Ja, also erstmal ist die Frage nach einer Harmonie eine sehr interessante, weil Harmonie kann man sehr verschieden empfinden oder interpretieren, ja. Punkt, fertig. Mhm. Also in meinem Leben, also ich oder in meiner Empfindung, ich würde es als ultra unharmonisch betrachten, wenn ich auch der Schatten richtig fetten Platz hätte. Weil ganz ehrlich, Victoria, also und jeder, der jetzt hier zuhört und jede, also ich brauche vor allen Dingen Feedback für meinen Schatten. Mhm. Und Schatten kann, also mein Schatten kann ja auch mein helles Licht sein, mhm. aber Schatten bedeutet halt, ich stehe im Schatten von, das heißt, ich bemerke es nicht wirklich. Mhm. Und gerade an den Stellen ist eben wirklich total wichtig, dass jemand anders, der mir nah ist und dem ich vertraue und der wirklich wohlwollend auf mich schaut, mir mhm. ganz ehrlich sagt, du Andrea, ganz ehrlich, möchte dir, also bist du bereit? Ich würde dir gerne mal wirklich den Schatten jetzt spiegeln, den ich in dir sehe. Ja, und dann ist es nicht immer angenehm, korrekt, logisch. Mhm. Mhm. Und mag sein, ich nehme es, kann es auch gar nicht in Ruhe nehmen, sondern muss erstmal diskutieren oder mich rechtfertigen oder sonst irgendwas. Mhm. Aber dennoch würde ich behaupten und ich behaupte, dass das die wertvollsten Geschenke in einer Beziehung sind. Mhm. Ja. Und liebe Frau, wenn du eine der Frauen bist, die Victoria gerade sozusagen genamed hat, nämlich dass Frauen dann in gleichen Druck kommen, irgendwie mhm. sie, ja, ich kann nicht sagen, was ich wirklich eigentlich zu sagen habe, mhm. dann möchte ich dich ganz inniglich dazu einladen, dich wirklich zu fragen, also auf welchen Werten basiert meine Beziehung, also wie möchte ich meine Beziehung wirklich führen und deine Beziehung dann auch so zu gestalten, wie du sie mhm. führen möchtest. Und da kommt der Link, wenn du sagst, du lebst deine Beziehung zu Veit, zu deiner Tochter sehr lebendig, gelten die gleichen Werte auch für deine beruflichen Beziehungen, für die Beziehung zu deinen Kunden, für die Beziehung zu deinen Partnern, zu den Menschen, mit denen du co-kreierst, ja. gilt es auch? Ja, absolut. Also ich meine natürlich, also empfinde es als sehr, sehr schön und als sehr richtig, wenn ich zum Beispiel, also nehmen wir mal an, ich möchte Veit ein Feedback geben und es ist ungefragt, also er fragt mich jetzt nicht nach dem Feedback, aber ich möchte ihm eins geben. Dann finde ich das als eine sehr anständige und auch eine sehr schöne Sache, vorher zu fragen, hey Veit, bist du jetzt gerade offen dafür? Mhm. Weil ich möchte, also mein Wert ist es zum Beispiel, jemanden, egal wer es ist, also nicht an jeder Stelle zu überfallen mit meinem Feedback, was ich da gerade habe. Mhm. Weil also gerade wenn es so ein Überfallkommando ist oder sich so anfühlt, dann hat es wohl wahrscheinlich auch mehr mit meinem Schatten zu tun als mit dem Schatten des anderen. Aber wenn ich ganz ruhig bin und wenn ich wirklich sehe, hey, das ist wertvoll, was ich zu sagen habe, dann habe ich in jedem Fall auch die Gelassenheit zu fragen, hey, ist das jetzt der richtige Moment für dich? Mhm. Oder ist das vielleicht erst morgen früh? Mhm. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und diese Kultur, deine Schatten auch zu zeigen und auch zu verbalisieren, bewusst ja auch in dein System wieder reinzuholen, weil oft haben wir ja die Schatten schön abgespalten. Mhm. Wie ist das entstanden? War das schon immer so? Ist das schon immer irgendwie integraler Bestandteil oder gab es irgendwie einen Punkt? Also ich würde sagen, die kognitive Lust war schon immer da und das kognitive Wissen von, dass es wertvoll ist und der Muskel, es auch zu ertragen und es auch wirklich in Ruhe und im Vertrauen vor allen Dingen nehmen zu können, das ist ein Muskel, der muss trainiert werden und ich könnte von mir überhaupt nicht sagen und will das auch nicht sagen, dass ich da ganz fette Muckis habe. Nee, ich trainiere einfach jeden weiteren Tag weiter, dass mein Gefäß wirklich immer weiter wird, in Ruhe, ganz in Ruhe nehmen zu können, was der andere mir sagt. Was es dafür allerdings halt wirklich braucht, ist Vertrauen. Punkt. Mhm. Wenn du zu jemandem kein Vertrauen hast, dann wird es auch nicht wirklich möglich sein, schwierige oder herausfordernde Dinge zu hören. Mhm. Aber ich kann es in mir richtig fühlen. Also je größer das Vertrauen zu einem Menschen wird, desto größer wird auch die Bereitschaft, hey komm, okay, reich rüber, auch wenn es auch wehtun wird. Mhm. Mhm.
Und wenn wir jetzt an die Frauen denken, die ich vorhin beschrieben habe, die immer noch sich zurückhalten mit ihren Schatten, weil sie das Gefühl haben, dann sind sie irgendwie nicht wertvoll genug oder greifen sie auf einmal an, obwohl es gar nichts zum Angreifen gibt. Was wäre so ein erster kleiner Schritt, wo sie diesen Muskel trainieren könnten? Ja, und zwar indem du ganz freundlich und ganz wirklich echt liebevoll dazu einlädst, zu solcher Art von Gesprächen in deiner Beziehung. Und indem du dem anderen wirklich echt sagst, hey, das empfinde ich als wichtig. Und alles, was ich dir sagen werde, weiß ich, dass das nicht unbedingt die Wahrheit ist, aber es ist halt meine Wahrheit. Und da ich ein Mensch bin, der ganz bestimmt wichtig bin in deinem Leben, also wenn das zum Beispiel eine Frau zu ihrem Mann sagt oder zu ihrem Freund oder zu ihrer Partnerin oder zu ihrem Partner oder zu ihrer Frau sagt, Punkt, möchte ja alle mitnehmen, dann wird es irgendwie auch Sinn machen. Also dann wird es für den anderen Sinn machen, weil dem anderen oder der anderen wird klar sein, ja, na klar bist du wichtig und na klar kennst du mich. Und es ist schön, wenn du sagst, es ist nicht die Wahrheit, sondern es ist deine Wahrheit. Also dann stülpst du es ja dem anderen auch nicht massiv über, sondern dann ist es eigentlich wirklich auch eine schöne Einladung und ein tolles Angebot. Ja, das stimmt. Danke, danke. Also unbedingt an die Hörer diese Einladung aussprechen. Ich glaube, dass die auch echt wenige Menschen ablehnen. Ich glaube, der größte Punkt ist echt, sich die Kommunikation zu erlauben. Und in der Regel sind da wirklich offene Türen. Weiß ich nicht so ganz genau. Also ich erlebe das auch oft anders und nicht nur bei dem anderen, sondern auch bei mir selber. Und also was hilft? Es hilft mir, also wenn zum Beispiel Veit mir harten Tobak sagt, dann hilft es in jedem Fall, wenn er irgendwo in diesem Gespräch einflechtet, den Satz, ey Süße, ich sage das nicht, um gegen dich zu kämpfen, sondern ich ist im Grunde für unsere Beziehung, weil du mir so wichtig bist und weil ich dich so schätze und weil ich dich so liebe, sage ich dir einfach zum Beispiel, dass hinten an deinem Rockzipfel halt irgendwie, ich sage jetzt mal, eine Kackwurst hängt, was nicht jeder andere machen würde, aber die dir wichtig sind, wirklich tun. Also das hilft bei mir in jedem Fall immer. Ja, genau. Das ist der Punkt. Oft geht ja die Tür so ein bisschen auf, wenn man die Einladung ausspricht. Komm, lass uns da mal drüber reden. Und zwischendurch kommen dann die Punkte, wo die Tür halt einfach wieder Klar. zugeht. Und Ja. dann ist gut, wenn wir wissen, wie wir sie wieder aufmachen. Genau. Dann ist gut, wenn der Kontext geklärt wird, dass es nicht gegen, also gegen uns ist, sondern dass es für uns ist. Andrea, du bist seit, ich glaube, 1998 selbstständig. Ui, das Habe kann ich sein. Das gelesen. weiß ich gar nicht so ganz genau. Auf jeden Fall schon eine Weile. Ja, Ja. halten wir das mal fest. Wie schaffst du es in der Selbstständigkeit, dieser Balance zwischen weiblicher Energie, Empfangen, Intuition und der männlichen Energie, okay, Ausrichtung tun? Ja, das ist eine ganz liebevoll gestellte Frage. Wie schaffst du das? Ich würde sagen, das schaffe ich manchmal gar nicht unbedingt gut. Manchmal, also kippe ich zur einen Seite, manchmal kippe ich zur anderen Seite. Meistens kippe ich zur, wirklich ganz ehrlich, also meistens kippe ich da auch zur männlichen Seite. Auch wenn das vielleicht gar nicht im ersten Augenblick so aussieht, aber dennoch, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, dann spüre ich das in mir. Hey Andrea, hier hast du dich durchgepeitscht, hier hast du härter gemacht, als du dich eigentlich fühlst. Also ich würde sagen, ich kippe mehr zur männlichen Seite, um mich anyway, also um diesen riesen Berg an Arbeit erstmal zu bewältigen, Punkt. Und auch mich mal, und auch der Fehlgedanke, aber in jedem Fall der Gedanke, mich manchmal, ich sage jetzt mal, mit dem, was mir wichtig ist, behaupten zu können und das irgendwie durchsetzen zu können, auch wenn ich das jetzt nicht gegen die anderen mache und wenn ich auch manchmal bestimmt noch relativ charmant damit bin, aber trotzdem, ich habe einfach einen Plan, heute muss das und das passiert sein. Und wenn ich das Gefühl habe, okay, ich kriege das nicht richtig, das greift nicht richtig bei jemand anderem, mit dem ich zum Beispiel zusammenarbeiten möchte und muss, ja, dann komme ich ins Schieben. Punkt. Also wie gelingt mir das, an jedem Tag ein bisschen mehr verschieden, so oder so, wie ich es gerade beschrieben habe. Und das ist auch etwas, was ich wirklich echt jeden einzelnen Tag trainieren möchte und auch wirklich tue. Was mir dabei hilft,
ist, dass ich immer wieder mir Auszeiten nehme, also immer wieder wirklich Zeiten für mich, wo ich nur mit dem Leben bin, dass ich wieder in Balance kommen kann, dass mein Nervensystem sich wieder beruhigt, dass ich ordentlich schlafen kann, dass ich einfach auch mal nichts tun kann. Also etwas, was mir nicht so leicht fühlt, aber dennoch mit steigendem Alter, jetzt bin ich 53, erkenne ich, ey, wow. Also wirklich mir einfach mal ein Wochenende freizunehmen, das ist so ungewöhnlich in meinem Leben. Aber zum Beispiel das letzte Wochenende haben wir das getan. Wir haben eine Meditationsreise gemacht, Veit und ich, nur wir zwei, und haben echt wirklich alles andere losgelassen. Und das war wundervoll, wirklich. Es war einfach wundervoll. Also du weißt doch erst, wie lecker ein Stück Torte ist, wenn du sie dann gegessen hast. Wenn sie vor dir liegt und du denkst, wow, das sieht aber sehr lecker aus, dann weißt du es dir immer noch nicht, wie sie dann wirklich ist. Also es ist sehr lecker, Zeit mit sich selbst auch zu verbringen. Das stimmt, das stimmt. Und da kommen wir ja gleich zu einem ganz wichtigen Punkt. Wir wissen es nicht, wenn das Stück Torte vor uns liegt. Wie wichtig ist für dich, es zu erfahren, also ja auch das Business, die Menschen, mit denen du arbeitest, aber auch das Leben wirklich zu erfahren. Ja, das ist für mich ganz, ganz wichtig, und ich würde auch sagen, also wenn wir von weiblich und männlicher Seite sprechen, dann ist das zutiefst die weibliche Seite, es wirklich durch und durch in mir zu erfahren, also durch und durch zu dem zu werden, was ich da erfahre. Das ist, also für mich ist es außerordentlich wichtig, weil also kognitives Wissen alleine reicht für mich nicht aus. Ich muss es wirklich sein, ich muss es gefühlt haben, ich muss es wirklich voll, also ich muss da voll reingegangen sein. Dann hat es für mich persönlich nochmal eine ganz, ganz andere Qualität. Eine viel, viel tiefere und eine viel mächtigere Qualität auch. Ja. Wie bringst du dieses Thema Erfahren zusammen mit diesem archetypischen Bild der Königin, was ihr ja auch gezeichnet habt in dem gemeinsamen Buch mit dem Veit? Wie schaffst du es, dich als Königin zu erfahren, immer wieder? Also das Wort Königin, das müssten wir erst nochmal jetzt hier definieren, weil ich bin sicher, dass jeder dieses Buch und jede Frau dieses Buch gelesen hat. Sehr gern. Was wir nicht meinen, ist so, dass ich sage jetzt mal, dass das infantile Bild von, oh, ich bin eine Königin und ich regiere, sondern was wir damit meinen, ist wirklich eine sagen wir mal, eine königliche Qualität von Ja. Und was für mich eine wirklich königliche Qualität von weiblich sein ist, ist dienen, Punkt. Und dienen kann ich nur, wenn ich das andere wirklich in mir erfahre. Ich weiß nicht, wie es für dich ist, Victoria, aber für mich ist es so. Also ich muss eigentlich selbst zu dem werden, wem oder was ich dienen möchte. Erst dann kann ich es wirklich. Weil ansonsten mag es sein, dass es mehr meine Idee bleibt oder ich sozusagen immer auch von dem Punkt komme, was mir gut tun würde oder was jetzt für mich dienen bedeuten würde. Aber es wird in jedem Fall so sein, dass einem anderen Wesen zu dienen etwas wirklich anderes bedeutet, weil das andere Wesen ein wirklich anderes System ist und ein anderes Programm folgt. Und es ist wichtig, die Programme auch wirklich ein Stück reinzugehen, zumindest sie wirklich gefühlt zu haben bei mir, und dann kann ich dienen. Ich arbeite auch viel ja mit Meditation, da taucht die Königin immer wieder auf, und ich finde das Bild auch so schön, ich führe, indem ich diene. Dass ich mich wirklich immer wieder frage, immer wieder, wenn ich mit Menschen arbeite, was brauchen die gerade von mir? Wie kann ich dienen? Und da hast du recht, da kommen manchmal aus der Führung ganz andere Antworten auf das, was ich gerade Bock hätte mit denen zu tun. Aber darum geht es in diesem Moment nicht, sondern es geht darum, dass in dieser Beziehung, in dieser Verbindung etwas ist, was durch mich für sie geschehen kann. Exakt. Und weil ja auch wirklich die weniger mit der personellen Ebene zu tun hat, sondern viel, viel mehr auch wirklich echt mit einer noch tieferen Ebene, nämlich mit einer wirklich existenziellen Ebene.
Genau. Andrea, welchen Menschen möchtest du mit was in deinem Business wirklich dienen? Also was ist so die Essenz von dem, was du über dein Business verändern möchtest? Ja, ich möchte den Menschen dienen, die um Führung bitten. Punkt. Also nicht mich, sondern die das Leben wirklich um Führung bitten. Und den Menschen möchte ich dienen, indem sie in mir möglichst sehen, dass das wirklich möglich ist. Und wenn sie dann Fragen an mich haben, dann möchte ich ihnen so frei, so tief und so wahr wie möglich antworten können. Und was ich insgesamt möchte, zum Beispiel durch die Texte, die ich schreibe, also zu Menschen, die ich nicht jetzt live sehen kann, denen möchte ich damit dienen, dass ich möglichst durch meine Worte sagen und ausdrücken kann, dass es wirklich innen eine Führung gibt von diesem Leben und dass es jedem Menschen möglich ist, diese Führung wirklich in sich wahrzunehmen, diese Führung zu spüren. Und diese Führung, dieser Führung wirklich zu folgen und indem ich dieser Führung folge, zu entdecken, dass ich mich wirklich erfüllen kann. Ja, ich möchte jedem Menschen durch jedes Wort und durch jeden Augenblick meiner Begegnung mit diesen Menschen zeigen können, dass dieser Mensch wirklich schön ist und dass dieser Mensch wirklich liebenswert ist und dass dieser Mensch ein solches Recht und eine solche Pflicht hat, voll zu leben auf dieser Erde. Das möchte ich zeigen. Ja, ich glaube, dass das auch tatsächlich eine der größten Ängste haben ist, die wir so in uns tragen. Gar nicht so sehr die Angst vor dem Tod, sondern die Angst, nicht wirklich gelebt zu haben. Diese Absolut. Zeit, die wir hier haben, nicht voll zu leben. Und das hat mich, für mich auch wieder was mit dieser Polarität zu tun. Mir zu erlauben, voll zu leben in all dem, was ich bin und nicht zu sagen, okay, mein Licht darf ich jetzt zeigen Ja. und mein Schatten, den lieber nicht. Ja, dann Oder schon. andersrum. Oder andersrum. Oder andersrum. Ja, Genau. exakt. Na klar. Ja. Andrea, zum Abschluss. Du hast gesagt, ganz am Anfang, du hörst auf deine Führung und dann, ich glaube, du springst vom Felsen ins Leben. Irgendwie so hast du es ausgedrückt. Ja. Was ist das Mutigste, was du in deinem Leben getan hast? Oh, also ganz ehrlich, also es würde jetzt wahrscheinlich toll klingen, wenn ich jetzt also eine Erfahrung oder ein Erlebnis sagen könnte. Ja. Ich kann dann sicher auch ein paar sagen, aber ich muss ganz, ganz ehrlich sein, Victoria. Also ich empfinde es so, dass einer inneren Führung zu folgen, hey, ganz oft und ganz tief mit wirklich richtig starkem Mut zu tun hat, weil ich eben Dinge tue, die wirklich neu sind. Es ist halt, also springen bedeutet ja, ich springe von einem festen Grund los und ich springe ins Nowhere. Also ich weiß, also natürlich sehe ich irgendwie, wohin ich springe. Also sprich das Bild jetzt, wenn du vom Felsen springst, natürlich siehst du, dass du da ins Wasser springst. Und trotzdem, du wirst niemals wissen, wie es sich jetzt anfühlt, wenn du jetzt sozusagen abgesprungen bist. Weil der freie Fall, du wirst niemals wissen, wie es sich anfühlt. Du wirst es erst erfahren. Und das ist halt, wenn du springst, wirst du und musst du erfahren. Und du wirst etwas erfahren, wovon du den Moment vorher noch nicht wusstest, wie sich's wirklich anfühlt wird. Also kann ich sagen, ey, dass wirklich Millionen Momente sich in meinem Leben so angefühlt haben, wo ich sehr, sehr mutig, wo ich echt sehr mutig sein musste. Tja, frag mich nach einer Situation. Ey, ganz ehrlich, fällt mir jetzt echt nicht ein. Also fällt mir echt nicht ein, weil ich habe wirklich ganz ehrlich, ohne jetzt auf die Kappe zu hauen, aber ich finde, dass ich viele, viele, viele Momente habe, wo ich wirklich mutig sein will. Doch, ich kann dir sagen, heute Nacht habe ich einen Traum gehabt. Bumm, da musste ich sehr mutig sein, weil da musste ich sozusagen echt wirklich mich und meinen Stamm retten. Und da musste ich sehr, sehr mutig sein, weil ich echt auf Todesgefahr hin Menschen aus meinem Stamm retten musste, innerlich musste und es auch getan habe und echt wirklich richtig sterben und also Sterben riskiert habe. Da musste ich wirklich sehr, sehr mutig sein. Und jetzt kannst du sagen, naja, es war ein Traum, Andrea. Aber trotzdem, es war nicht nur ein Traum, sondern das hat eine bestimmte Qualität von mir gefordert, die ich auch
wirklich im Leben geben würde. Von daher, das war der letzte Moment, wo ich richtig mutig sein musste. Sehr, sehr gut. Und ich finde, also die Frage hat tatsächlich gar nicht auf einen speziellen Moment gezielt, sondern dieses, es ist total mutig, seiner inneren Führung zu folgen. Ja. Ja. Und vor allem immer und immer und immer wieder. Und jedes Mal steht man ja erneut davor und denkt, okay, und ich habe wieder keine Ahnung, was es wird. Ja. Und jetzt mal wirklich ganz ehrlich, Victoria und jeder, der hier zuhört, Alter, also dem Leben zu vertrauen ist echt eine Nummer und dem Leben immer mehr zu vertrauen ist wirklich eine Nummer. Und ich meine, es ist doch wirklich, guck mal, wenn wir einfach nur mal sehen, die Geburt eines Menschen, wie allein schwierig das schon ist. Und das ist für jedes Kind ist es schwierig. Also für jedes, weil also durch diesen Geburtskanal zu kommen und abgenabelt werden von deiner Mutter und ab jetzt alleine leben zu müssen, natürlich ist es ein Riesengeschenk. Aber mir kann keiner erzählen, dass du das nicht auch wirklich als lebensbedrohlich erfährst. Mhm. So ist nun mal irgendwie unser Start ins Leben. Und ohne das jetzt irgendwie schwarz malen zu wollen oder will ich überhaupt nicht, bin ich auch nicht. Also ich meine, ich bin Hebamme, ich weiß, dass da Leben kommt. Aber dennoch, also ich verstehe wirklich jeden Menschen, der echt struggelt mit, okay, wie kann ich diesem Leben heutzutage eigentlich wirklich vertrauen? Mhm. Es gibt auch so wenig wirklich geistige Führung und wir Menschen sind so verirrt in weltlichen Dingen. Und nochmal, es gibt wirklich wenig geistige Führung. Und wenn du dir ein Buch für 12 oder 18 Euro kaufst und es durchliest, dann ist es eine relative geistige Führung. Aber es ist immer nicht die Führung, die wir alle wirklich brauchen. Mhm. Und von daher bewundere ich wirklich und habe einen tiefsten Respekt für jeden Menschen auf diesem Planeten, der für sich selbst wirklich bis zu einer Ebene von tiefem Vertrauen durchkämpft. Das ist wirklich... Ja. Wunderschön. Ja. Dann noch eine ganz kleine Frage hinterher. Die muss jetzt. Gerne. Wie schaffst du es in Momenten, die vielleicht gerade nicht so hell sind und nicht und eher dunkel? Dein Vertrauen ins Leben wieder anzuzapfen. Also es ist ja immer da, aber wieder den Zugriff zu bekommen. Ja, das ist eine richtig schöne Frage und ich bete dafür, dass jeder Mensch, der jetzt hier zuhört und auch jeder Mensch, der nicht zuhört, diesen Zugang für sich selber finden möge, weil das ist einfach der goldene Schlüssel. Also für mich geht es so, ich gehe raus aus der Situation, ich gehe in einen Raum, wo ich alleine bin, ich lege mir meine Musik auf, ich schließe die Augen, ich fange an zu tanzen, ich hole richtig tief Luft und höre nicht auf, tief zu atmen und ich gehe so richtig rein in meinen Körper. Und wenn ich da bin und wenn ich dann 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten getanzt habe, dann weiß ich wieder, wo wirklich unten und oben ist. Und dann weiß ich wieder, wo meine Führung ist, zumindest für diesen Augenblick. Mhm. Sehr, sehr cool. Ja. Ja. Tief, tief rein in den Körper. Ja. Sehr, sehr schön. Mhm. Liebe Andrea, für die Menschen, die jetzt noch nicht so viel Kontakt mit dir hatten und jetzt genauso fasziniert von dir sind, wie ich es immer bin. Danke. Wie kann man von dem profitieren, was du zu geben hast? Ja, also danke für diese Frage, falls es jemanden interessiert. Also Veit und ich, wir haben eine Online-Plattform gegründet, die Homodea heißt. Auf Homodea findest du sehr, sehr viel geistige Führung und auf Homodea findest du sehr, sehr viele wunderschöne Menschen. Im Moment sind wir, glaube ich, 67.000 Menschen. Das ist eine ganze Menge. Wenn du, also dort, wie gesagt, findest du wirklich viele Kurse, viel geistige Führung, viele Live-Videos findest du wirklich viel. Du findest mich auf meiner kleinen, süßen Webseite und zwar andrealindau.com. Da versenke ich alle Texte, die ich schreibe, die nenne ich Red Talks, also sprich nicht, eine Sprache, die nicht wirklich nur von mir kommt, sondern die wirklich eine Kooperation, eine Co-Kreation mit dem Leben ist, deswegen habe ich es Red Talks genannt, das findest du auf andrealindau.com, also du findest uns eigentlich, ich will nicht sagen überall, aber Facebook, du findest uns auf Instagram, du findest eine Menge von uns. Guck nach Homodea, guck nach Veit Lindau, guck nach Andrea Lindau. Mhm. Ja,
Also das auch nur von mir. Gerade die Homodea-Plattform empfinde ich als wirklich sehr, sehr wertvoll. Und gerade auch in den Momenten, wo wir selbst uns auch mal verirren, einfach zu wissen, da ist etwas, da kann ich wieder einankern und bekomme Führung. Das ist wirklich ja, eine ganz, ganz wertvolle Plattform. Plattform ist es. Ja, ein Seinsraum eigentlich, viel mehr als eine Plattform. Ja. Danke, es ist ein richtiger Tribe und es wird ein richtig fetter Tribe werden. Sehr cool. Ja. Dann danke dir, liebe Andrea, für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit, für das Teilen deiner Lebensweisheiten. Danke, liebe Patrick, nicht Patrick, Entschuldigung, Viktor, ich bin schlecht, sehr schlecht mit Namen, nimm es nicht persönlich. Macht nichts. Vielen, vielen Dank für deine schöne Einladung und euch da draußen auch alles, alles Liebe.